Hallo Leute, willkommen zurück zu Garden Warfare. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal keine Kämpfe und design meine neuen Pflanzen und Zombies mit euch zusammen. Damit ihr das auch mal gesehen habt, wie das eigentlich funktioniert. Ich würde sagen, wir fangen einfach vorne an und zwar mit dem neuen Erbsenagenten, genau. So. Das ist ganz cool, die kann man sich halt hier schön anschauen und ranzoomen und ranzoomen jetzt nicht, aber da wird halt rangezoomt. Und man kann das Aussehen verändern. Das funktioniert und man kann bei jedem was anderes verändern. Meistens gibt es aber einen Hut, ein Accessoire, was organisch ist und Tattoos. Und bei den Zombies sind es, glaube ich, dann noch anstatt Tattoos Waffenverbesserungen oder so, Waffendesigns oder sowas. Aber das seht ihr ja gleich. So, was haben wir denn hier für Hüte? Schwarzes Laub. Ach, das ist Laub? Tatsächlich, die Haare sind Laub. Das ist ja aus Laub gemacht. Das ist ja mal cool. Sieht wesentlich eleganter aus als das Vogelnest auf alle Fälle. Den Kokosnusshut, der ist auch neu. Er sieht auch lustig aus. Grünes Bandana. Wachsende Blume. Orangenhut. Der Bowlerhut. Der hat natürlich was. Der passt auch zu der Waffe, die er da vorne dran hat. Cooler Typ Hut, großer Zylinder, der passt auch geil dazu. Silberner Hut und silberner Propeller. Und Knecht Ruprecht Mütze, okay. Nee, da fand ich jetzt eigentlich, ich fand den Kokosnusshut gar nicht so blöd. Ja, nehmen wir den nochmal. Accessoires. Die Zitronenschale, die haben wir auch gezogen letztens. Die passt sogar dazu. Was gibt's hier noch so? Die Designerbrille, die. Brille mit Augen, okay. Blumenbrille. Zukunftsbrille. Lasersonnenbrille. Gewaltige Sonnenbrille. Yeah. Die Würfelbrille, ja, die haben wir auch. Das sieht doch lustig aus, oder? Wie so ein kleines Kind, das sich eine Kokosnuss auf den Kopf gesetzt hat und mit so einer Brille rumläuft, oder? Das wäre geil. Die Speerbrille. Schnorchelmaske. Silberne Brille, okay. Ich glaube, ich nehme die sogar, die Würfelbrille. Die sieht echt cool aus irgendwie gerade. Okay, organisch. Das sind in dem Fall seine Erbsenhülsen, die er verändern kann. Ich kann ihm da Karotten hinmachen oder ein Rettich. Farnhände, Trauben kann ich ihm hinmachen. Pinienzapfen, Robohülsen, Goldhülsen, Matschkürbis, Dornen, Autschen. Hat ein bisschen was von der Kaktee, hä? Wollhandschuhe ist dann genau das Gegenteil. Einen Mais, Rasseln, Spezialpink und Frühlingszwiebeln. was passt da jetzt? Das hat mir jetzt ganz gut gefallen. Ich fand die Pinienzapfen gar nicht so blöd. Wobei die Dornen eigentlich echt cool waren. Ja, mach die Dornen, komm. Was haben wir noch für Tattoos? Oh, ein Pflaster. Beiden Seiten? Ja, auf beiden Seiten. Nein. Augenstacheln. Schmutzflecken. Sieht aus wie ein Zebra. Wie ein Zebra, wie ein, wie heißt denn das? Wie eine Giraffe. Der hat doch auch solche Flecken. Einen Clown. Nein, das sieht doof aus. Komplettes Tribal. Grün geblumt. Nein. Ein Schnäuzer. Der Bösewicht. Zebra gibt's sogar. Eine Narbe, Smiley, dünne Streifen, Kacheln. Das passt irgendwie, finde ich. Die gelbe Blume. Boah, nee, ich glaube, ich nehme die Kacheln irgendwie. Taugen mir die. Ja, nehme die Kacheln. Nice. Dann können wir noch die Fähigkeiten verändern, weil es gibt ja verschiedene Fähigkeiten. Es gibt die MG. Ich nehme aber immer die MG-Äpse, den normalen. Die normale Hyperfähigkeit und die Chili-Bohne. Da gibt es ja noch die Sombrero-Bombenbohne. Die hat eine höhere Reichweite, braucht aber länger, bis sie hoch geht. Und der Super-Erbsensprung, den finde ich nicht so toll, weil ich finde die Hyperfähigkeit eigentlich recht cool, weil du damit schnell laufen kannst. Und mit der anderen kannst du einfach nur höher springen. Das ist irgendwie nicht so. Du kommst auch mit der normalen Fähigkeit überall hoch. Also.
Da wäre es klüger gewesen, wenn sie die, wenn nicht den Super Erbsensprung, sondern wenn sie eine Fähigkeit gemacht hätten, dass du noch schneller laufen kannst, aber dafür nicht so hoch springen. Das wäre es, hätte mehr Sinn gemacht, weil du dann mit der Schnelligkeit auch irgendwie dich wehren kannst, auch gegen deine Feinde ein bisschen, finde ich. Ja, die Gesten lassen wir mal, die brauchen wir jetzt nicht. Das sieht doch top aus, oder? Nice. Wen haben wir ja noch? Keinen, okay, dann welchen Schnapper haben wir bekommen? Graf Schnappola haben wir bekommen, oh ja. Der sieht an und für sich eigentlich schon ziemlich geil aus. Aber wir schauen mal, was wir mit seinen Stacheln machen können. Wie wär's mit einer Elvis-Locke? Yeah. Chef Schnapper, Einzelmännchen. Die feiert, die Bäumchen. Gartenzwerg, Haiflosse. Oder der Hut. Nee, ich glaube, entweder die oder die. Ja, lass die, komm, die sehen geil aus. Accessoire so, was haben wir denn hier für Mäuler? Ja, scheiße. Bei dem Maul sieht man halt so richtig die zwei langen Schneidezähne wegen dem Vampir, ne? Die hat er halt hier dann nicht mehr. Ja, da ist das Metallmaul. Das ist so geil. Ich liebe es. Gerade noch, dass er sich nicht auf die Zunge beißt. Orangenes Maul, Steinlippen. Piercings, nein. Ich möchte kein Piercing. Habe ich auch ein Zungenpiercing? Nein. Aber ich habe eine Zahnspange. Pflanzenfresser. Pinker Pflanzenfresser. Nein, das sieht auch doof aus. Da, ein silbernes Metallmaul habe ich noch, genau. Silbern. Die Fangzähne wären natürlich auch cool. Aber die sind halt jetzt silber, das sieht nicht... Ja, obwohl, so schlecht sieht es gar nicht aus. Genau, wusste ich doch. Und das Metallmaul haben wir auch noch in Diamant. Ganz ehrlich, ich lasse den so, wie er ist. Die Zähne sind geil. Ich finde die Zähne cool. Gar nicht. Können wir da irgendwas ändern? Was gut aussieht. Das sieht nice aus. Mistelzweig, das würde auch noch passen. Die Pilze. Minischnapper. Knoblauchknollen, die würden doch Sinn machen, oder? Beim Vampirschnapper Knoblauchknollen. Ich glaube, das machen wir. Komm, auf geht's. Tattoos, der sieht eigentlich so schon ziemlich geil aus. Boah. Das sieht allerdings auch cool aus. Warte mal, wenn wir die Rennflamme nehmen und dafür die glühenden Stacheln. Das hat auch was, oder? Wollen wir den so lassen? Den lassen wir so. Das sieht geil aus. Nice. Haben wir noch einen zweiten Schnapper gehabt? Nein. Aber wir hatten die Schattenblume. Oh ja. Oh mein Gott. Auf die freue ich mich ja ganz besonders. Aussehen. Kein Hut. Was haben wir denn hier für dich? Eine Goldmaske. Ah, da hat sie ihre schwarze Maske aber dann nicht mehr auf. OP-Haube, Stinkpilzkappe, Dr. Sonic, Strohhut, Deppenkopf. Ja, der Zaubererhut sieht natürlich da extrem cool aus. Der nicht. Weihnachtsmann, der auch nicht. Ja. Die Goldmaske sah recht gut aus, aber ich glaube, wenn wir die aufsetzen, ja, dann können wir kein Accessoire. Das mag ich jetzt eigentlich. Ich glaube, ich setze den Zaubererhut auf. Der passt ganz gut zu ihr. Farblich auch. Nachtblumenmaske, genau. Oh Gott. Eine Groovy-Brille, das sieht ja mal krank aus. Aber auch irgendwie cool. Passt wie so ein verrückter Mage, oder? Wie so ein verrückter Magier sieht das gerade aus. Also die ist schon mal Top-Favorit gerade. Ja, okay, das sieht auch geil aus. Kiwi auch. Ja, bei der sehen alle Brillen irgendwie geil aus, weil die so leuchtende Augen hat. Das sieht echt cool aus bei der. Da sieht auch die Brille geil aus. Die Pixelbrille, die sieht auch cool aus. Scheiße, was mache ich jetzt? Die sieht auch geil aus. Die nicht so. Die auch nicht. Da sieht sogar die gut aus, die Taucherbrille. Sehr geil. Weißes Visier, das hat auch was. Die auch. Ist das? Okay. Wobei ich die, ich nehme die Groovy-Brille. Die sieht echt nice aus, Leute. Ganz ehrlich, ich nehme die organisch. Was haben wir hier? Schattenhände.
Künstlerische Blume, Taschenlampen, Zukunftshände, verchromt geplatzte Punkte, Orangen, pinke Blumen, Pömpelhände, violette Kristalle. Das passt natürlich total. Solarhände. Das Solarzellen an den Händen ist ja auch geil. Fröhliche Hände, weiße Blumen und Disco-Kugeln. Na, ich glaube, ich nehme die Kristalle. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Und Tattoos? Macht da überhaupt das Sinn? Da jetzt noch ein Tattoo reinmachen? Mit Lippenstift. Ja, da würde man nur die Augenbrauen sehen in dem Fall. Das sieht eigentlich gar nicht so doof aus. Das hat auch was. Nein, wir wollen keine kranke Blume. Eine ganze Maske aufsetzen? Nee, das sieht scheiße aus. Sonnenlicht, Sonnenwirbel, Sonnenbrand. Haha, das sieht auch geil aus. Katzengesicht, Sonnenfleck. Na, ich glaube, wir nehmen die hier. Ne, wo war das? Das hier. Ja, da sieht man die Wimpern oben, die Augenbrauen oben noch. Das sieht cool aus, Leute. Die gefällt mir. Sehr nice. Coole Sache. Next, please, Mystikblume. So, was haben wir hier? Was sieht bei dir gut aus? Wir haben jetzt nur dasselbe nochmal. Du hast auch so coole grüne Augen. Vielleicht machen wir bei dir... Oh, du hast auch auf der Stirn was hängen. Irgendwie so ein Symbol. Stinkpilz. Wir müssen irgendwas nehmen, was passt. Vielleicht lassen wir ihn auch weg und setzen dir nur eine Brille auf. Huh? Schauen wir mal, was habe ich denn hier? Ja, das sieht auch cool aus. Aber vielleicht gibt es irgendeine Brille, wo man das Zeichen oben in der Mitte noch sieht. Zum Beispiel die Kokosnussbrille. Sieht geil aus. Mit den leuchtenden Augen. Kiwi. Nur um das Grün noch ein bisschen zu verstärken. Geschmolzene Pixelbrille. Die ist cool. Die Maskerade. Weißes Visier. Silberne. Die ist auch cool. Na, ich nehme die Maskerade. Die sieht geil aus. Ja, auf alle Fälle. Was passt denn da bei dir? Gepatzte Punkte. Gepatzte Punkte. Oder die Orangen. Nee. Fröhliche Hände. Nein, auch nicht. Das passt doch. Weiße Blumen. Oder die Disco-Kugeln. Nehmen wir die weißen Blumen. Das sieht cool aus. Tattoos. Brauchst du ein Tattoo? Ich glaube nicht. Katze. Sonnenbrand. Nein, das sieht gut. Ah, vielleicht können wir dann nochmal so Wimpern oder sowas dazu machen. Sieht man das überhaupt? Ne, das sieht man gar nicht. Oh, doch. Da hat sich jetzt aber was verändert. Ah ja, das Ding in der Mitte, das Symbol auf der Stirn ist weg. Nee, lass es da, das sieht gut aus. Ja, passt, perfekt. Nice. Was haben wir hier noch? Nix. Nein, das war's. Zukunftscharakter, die fehlt noch. So, Zukunftshaar. Was haben wir hier? Footballhelm. Dschungelhund. Einstein. Einstein, ja, sehr kreativ. Das Geweih und Geschenkkarton. Zukunftshaar. Ja, das lassen wir mal. Accessoires. Boah, ist ja der Cyborg, Mann. Die hat einen sein Cyborg-Auge, Leute. Stachelbrille, Herzbrille, rote Brille. Duschköpfe. Zielaugen. Nachtsichtgerät. Schwarz-Rot-Brille. Das ist auch geil. Geheimnisvolle Maske, Eulenmaske. Na, ich glaube, ich lasse die, glaube ich, so wie sie ist. Die lassen wir so wie sie ist. Die ist cool. Die sieht geil aus mit ihrer. Mit ihrer coolen Lederjacke. So, jetzt kommen noch die Zombies dran. Was haben wir hier? Wir hatten hier. Der erste ist der Gebirgsjäger. Okay. Ich finde den Eisblock so geil, den der da unten an seinem Fuß hängen hat.
Schneekappe, die sieht an und für sich schon cool aus, eigentlich. Was machen wir denn hier? Ja, ein bisschen nackert, oder? Ein bisschen znackert. Irokese, Büffel, Cowboyhut. Sheriffstern, Retrobox, Zukunftssoldat. Die ist schon mal geil. Würde auch zum Gebirgsjäger passen, so ein bisschen so einen kompletten Helm, um sie vor der Kälte zu schützen. Arktishut, der geht natürlich auch. Was ist das denn? Das ist ja geil. Ich glaube, wir nehmen den Zukunftssoldat. Oh. Ja, okay, dann nicht. Waffendesigns haben wir leider keins. Dann lassen wir ihn so. Nice. Dann der Panzerkommandant. Was haben wir denn bei dem? Vielleicht. Irokese. Nee. Dem setzen wir, glaube ich, die Bombenmaske auf. Panzerkommandant, Bombe, läuft. Keine Accessoires, okay. Aber wir können den Bart einnehmen. Was sieht denn da gut aus? Vollbart, Spitzbart, Zombiebart, Nickbart, berühmter... okay, das sieht geil aus. Cool, dann haben wir hier noch nichts mehr, okay. Dann haben wir hier den Elektriker, den haben wir bekommen. Elektrikerhut. Ja, Betonkopf passt jetzt nicht unbedingt zu einem Elektriker. Der Laser schon eher. 8-Bit-Kopf, Plastikfass. T ist auch geil, Tempolimit. Ich finde das Stoppschild auch so cool. Kopf, Schraube locker. Nee, ich glaube, wir nehmen den Laserhut. Und dazu, das würde gehen, eine Augenklappe. Das würde aber auch gehen. Das sieht auch geil aus. Augenklappe, gefallen. Lichtbrille. Leuchtet die? Die würde Sinn machen. Das geht, passt auch für einen Elektriker. Ich glaube, die haben mir am besten gefallen. Diese Blinkerbrille hier, die war cool. Nehmen wir die. Und als Bart. Ja. Definitiv ja. Okay. Sehr schön. Dann haben wir den auch. Haben wir hier noch einen nicht, gell? Nein. Wissenschaftler haben wir, glaube ich, auch keinen gehabt. Nein. Nein. Aber wir haben den Hockeystar noch freigeschaltet. Ja. Genau, mit den Handschuhen. Macht Giftschaden, glaube ich. Ja, okay. Einen Hut. Mit dem Hut können wir kein Accessoire aussuchen. Okay, dann nehmen wir doch einen Hut. Die Sirene, die ist auch geil. Maskottchenmonster. Okay. Eine Punktetabelle, die ist auch cool. Oh, haben wir gar nicht so viel. Ich glaube, wir nehmen das Maskottchen. Oh, da können wir noch weniger. Oh, das macht aber nichts. Weil das sieht echt nice aus. Cool. Nice Sache, Leute. Was ist jetzt schon? Tatsächlich, wir sind am Ende. Ja, jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Das sieht auch geil aus. Mit diesem riesigen Fernrohr auf dem Schädel. Habt ihr das auch mal gesehen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da oder eine Bewertung da. Gebt euren Senf dazu in den Kommentaren, damit ich weiß, was ich das nächste Mal besser machen kann. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.